Wir werden niemals vergessen. Wir werden niemals vergessen, was uns diese schwarz-grüne Regierung samt Scheinopposition angetan hat. Heute, genau vor einem Jahr, am 17. Jänner 2022, wurde im Parlamentarischen Gesundheitsausschuss die Impfpflicht mit den Stimmen von ÖVP, Grünen, SPÖ und Teilen der NEOS beschlossen. 3 Tage später, am 20. Jänner, wurde dann die Impfpflicht im Nationalrat mit einer Mehrheit von 137 der 170 abgegebenen Stimmen beschlossen. Damit hatten es Nehammer, Kogler, Mückstein und Co. nun endgültig geschafft, unsere Bevölkerung zu spalten. Zudem wurden schwere Impfnebenwirkungen einfach ignoriert und unter den Tisch gekehrt, kritisiert FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak. Die FPÖ war auch hier die einzige Partei, die geschlossen gegen die Impfpflicht gestimmt hat. Nur die Freiheitlichen lehnten das Impfpflichtgesetz zu 100% ab. Herbert Kickl und die FPÖ haben dem Zwangsimpfungsexperiment von Anfang an eine klare Absage erteilt und für die Abschaffung gekämpft. Die Corona-Impfpflicht war das umstrittenste Gesetz der letzten Jahre. Über 100.000 Stellungnahmen, so viele wie noch nie, sind auf der Website des Parlaments zum Impfpflichtgesetz eingetroffen. Noch nie zuvor gab es so viele Kommentare zu einem Gesetzesvorhaben. Von Tag zu Tag wurde schon damals deutlicher, dass die Impfung keinesfalls ein geeignetes Mittel sei, um die Corona-Krise zu beenden. Trotzdem hielt die Regierung an der Impfpflicht fest und versuchte alles, um die Menschen in die Nadel zu treiben. Mit Geldstrafen bis zu 3.600 Euro wurden denjenigen, die sich nicht impfen lassen wollten, gedroht. Die Gesellschaft wurde gespalten, gesunde Menschen kriminalisiert und ausgeschlossen. Wie diese Regierung tickt, wurde mit der Aussage von ÖVP-Verfassungsministerin Caroline Edtstadler deutlich. Mit der Einführung der Impfpflicht ist es eigentlich rechtswidrig, in Österreich zu wohnen und nicht geimpft zu sein. Doch es gab zigtausende Menschen, die sich das nicht gefallen ließen. Gemeinsam mit der FPÖ demonstrierten sie friedlich, aber bestimmt, Woche für Woche, für Freiheit, Selbstbestimmung und ein Ende der Impfpflicht. Und so konnten wir gemeinsam erreichen, dass das schwarz-rot-grün-pinke Impfpflichtprojekt wieder abgeblasen wurde. Ein großer und gemeinsamer Erfolg, über den wir uns noch heute zu Recht freuen dürfen. Trotzdem dürfen wir auch niemals vergessen, was uns diese Regierung angetan hat. Am Wochenende hat Gesundheitsminister Rauch medial groß angekündigt, alle Covid-Gesetze abschaffen zu wollen, jedoch erst im Laufe des Jahres. Worauf wartet man eigentlich noch? Fakt ist, die Corona-Gesetze müssen sofort außer Kraft gesetzt werden. Eine gute Gelegenheit dazu wäre bei der nächsten Nationalratssitzung am 31. Jänner. Doch man wird sehen, wie ernst es dieser Regierung tatsächlich ist. Die FPÖ wird jedenfalls auch hier Kurs halten. Wir kämpfen bis zum endgültigen Ende dieses Corona-Wahnsinns.